Genau hinter mir im Innenministerium in Wien in der Herrengasse hat unser Innenminister Gerhard Karner heute die Zahlen fürs Jahr 2021 präsentiert. Die Kriminalstatistik, die schaut im Großen und Ganzen gut aus und besonders stolz ist man da auf eine Zahl und zwar auf -5,3%. Das entspricht ungefähr 411.000 Anzeigen, die es im letzten Jahr gegeben hat und die wiederum entsprechen eben einem Minus von rund 5%. Da bewegen wir uns schon in einem recht guten Bereich, hat der Innenminister gemeint. Und auch bei Einbrüchen und Diebstahlsdelikten, da gab es ungefähr 109.000 Anzeigen. Das ist sogar ein Minus von 15%. Und ganz besonders hervorgehoben worden ist auch nochmal die Aufklärungsquote. Auch da befinden wir uns im Rekordbereich mit 55,3% der aufgeklärten Fälle. Aber auch für die nächsten Jahre gibt es noch einige Ziele, die zu erreichen sind, zum Beispiel bei Cyberkriminalität. Da hat auch in den letzten Jahren, vor allem während der Pandemie, die Cyberkriminalität ordentlich zugelegt. Wir reden hier von einem Plus von etwa 30% zum Vorkrisenniveau und die Polizei will da auf jeden Fall jetzt auch aufstocken und zwar die Abteilung gegen Cyberkriminalität auf 100 Mann aufstocken, ganz abgesehen von den Leuten, die ja sowieso in den Bundesländern arbeiten, um die Fälle dort aufzuklären. Ja, auch die Demos waren ein großes Thema. Etwa 2100 Versammlungen hat es gegeben im vergangenen Jahr. Ungefähr 600.000 Einsatzstunden sind da geleistet worden und etwa 25.000 Verwaltungsanzeigen. 400 Festnahmen hat es gegeben und 60 verletzte Beamte. Und der Innenminister hat auch einmal noch ganz genau darauf hingewiesen, dass auch solche Verfehlungen wie Judensterne mit ungeimpft oder Impfen macht frei durchaus geahndet wurden. Es waren ja bei den Demonstrationen auch immer wieder Polizeifahrzeuge mit Kamera mit dabei. Und laut dem Innenminister ist da auch wirklich jeden Fall nachgegangen worden, was eben dann zu den enormen Zahlen führt. Ein ganz wichtiger Punkt war auch noch das Schlepperwesen. Auch da will man im nächsten Jahr ordentlich dagegen vorgehen. Die Zahlen sind auch hier deutlich gestiegen und dementsprechend will man hier auf jeden Fall auch noch nachschärfen.